Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM und zwar mit dem WoW Gaming PC Ryzen 5 7600X RTX 4060 Ti für 1549 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen von Gladiator in unserem Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ja, sie schreiben da rein, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten, aber wir haben hier eine Wasserkühlung drin, ein ROG-Board, wir haben eine ROG-Karte, das ist alles so nicht verbaut. Es kann natürlich sein, dass irgendeine ROG-Karte drin landet, wir wissen aber nicht genau welche. Ich finde das immer so schade, dass sie es übertreiben. Ihr wisst es ganz genau, wer meinen Kanal kennt. Die werben halt mit Bildern und der Kunde packt zu Hause das System aus und es sieht halt nicht so aus. Aber das können einige Systemintegratoren auch, aber sie schreiben es halt nicht mit dabei. Und andere wiederum, die nehmen halt nur das Gehäuse. Wird mir auch gefallen. Bei diesem System ist sowieso ein bisschen was schief gelaufen. Also man sieht hier oben noch, das war mal ein 5800X mit einer RTX 3070. Das sieht man an dem Link. Und hier steht auch noch irgendwie 16 GB RAM. Das stimmt natürlich auch nicht. Genauso wie Gaming mit maximalen Grafikeinstellungen. Es gibt hier so ein schönes Tool von 3DMark. Wenn man Cyberpunk zum Beispiel nimmt und dann einfach mal Raytracing mit anmacht, gibt es für WQHD und 4K keine Daten. Warum? Weil Full HD auch nur mit 30 FPS angegeben ist. Natürlich kann man rumspielen mit DLSS und so weiter. Aber wenn man jetzt mit der Kiste 4K spielen will, auf den maximalen Einstellungen, das ist kein Genuss. Aber starten wir erstmal mit dem Gehäuse, das ist das BeQuiet PureBase 500FX Schwarz. Das bringt vorne schon 3x120mm Lüfter mit RGB beleuchtet, genauso wie hinten 140mm RGB beleuchtet. Das ist ein ganz ordentliches Gehäuse. Ich finde es ein bisschen klein, also wenn man da wirklich hinterher aufrüsten will, eine 4080 oder 4090 reinschmeißen will, wird es irgendwann ein bisschen eng, was die Grafikkartenlänge angeht. Ansonsten vom Airflow her und auch von der Qualität ist es ganz okay. Ich persönlich mag es nicht vom Design, ist aber euer Ding, wenn es euch gefällt, bitte sehr. Und das kostet 119,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 7600X. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr auch mit 5600 oder 6000 laufen lassen, ist völlig okay. Zum Zocken reicht der, ganz dicke. Ein 7500F hätte auch noch gereicht in Kombination mit dieser Grafikkarte, aber ist halt schön, dass er drin ist. Wenn ihr streamen wollt, empfehle ich persönlich immer, geht auf einen 8 Kerner. Wenn wir rein auf dieses System abzielen, ja gut, dann rendert über die Grafikkarte, ist auch in Ordnung, dann könnt ihr auch streamen. Ansonsten haben wir hier natürlich den aktuellsten Sockel von AMD, den AM5-Sockel, der wird auch noch ein paar Jahre unterstützt, das ist völlig in Ordnung, kann man so machen. Und der kostet 209 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B650 Eagle AX. Zuerst einmal, der B650-Chipsatz reicht ganz dicke aus für diesen Prozessor, da könnt ihr sogar ein 7800X3D draufschnallen, wenn ihr das möchtet. Dann haben wir noch gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsmöglichkeiten für eine Capture-Card oder was auch immer ihr da reinpacken wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss 6x USB 2.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, PS2-Anschluss werdet ihr wahrscheinlich nicht benutzen und die Onboard-Grafik nimmt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte. Potenziell könntet ihr diese Grafikanschlüsse benutzen, wenn jetzt zum Beispiel die Grafikkarte abraucht, aber ansonsten, wie gesagt, nimmt bitte die Anschlüsse der Grafikkarte. Das Board ist in Ordnung, in der Preisklasse auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch deutlich bessere, aber es gibt auch noch viel schlimmere. Das ist genau richtig, finde ich. Und das kostet 159,64 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Hier wissen wir leider nicht welche. Ich nehme wie immer die günstigste, die es gerade am Markt für den Endkunden gibt. Ja, die ist jetzt weiß. Aber könnte theoretisch reinwandern. Ansonsten 4060 Ti für Full HD und WQHD Gaming gut geeignet. 4K E-Sports Titel. Ja, von mir aus. Aber ihr habt eben schon an den FPS-Werten gesehen. Sobald es in Richtung AAA geht, würde ich schon eine stärkere Grafikkarte nehmen. Wir haben ja nicht umsonst noch eine 4070 und 4070 Super und 4080 und wie sie alle heißen. Ne? Also in dem Preissegment ist die okay. Aber es gibt halt stärkere. Ansonsten zur Orientierung, nehmt einfach den FPS-Test, den ich euch unten in die Videobeschreibung reinpacke. Und die kostet 379 € bei 0%shop.de, der sagt mir jetzt nichts, aber der gleiche Preis auch bei Notebooks billiger. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 5600 Vengeance RGB, 2x16 GB.
Also erstmal 32 GB, gut in der Preisklasse, erwarte ich auch irgendwo schon so bei 1500 Euro. 5600 MTS, ja, von mir aus, ich hätte persönlich 6000er reingepackt. Problem ist, wir wissen die Timings nicht. Und das ist untypisch für MIFCOM. Normalerweise schlüsseln die alles immer brav auf. Deswegen nehme ich jetzt den CL40er. Ist halt jetzt fast der schlechteste am Markt oder ist der schlechteste am Markt, wenn man so möchte. Das Ding ist halt, ich dachte, die verheimlichen es in der Grundkonfiguration. Schauen wir uns den RAM hier mal an. Hier haben wir natürlich erstmal ganz normal die Bilder. Und hier haben wir die Specs und die Speicherlatenz wird hier auf jeden Fall nicht mit angegeben. Jetzt denkt man sich natürlich, yo, ich hab Bock, ich packe mir jetzt den Dominator Titanium 6000er 2x32 GB rein. Da werden mir bestimmt auch die Latenzen angezeigt. Nö, verstehe ich nicht. Die haben es aufgelistet, aber schreiben es nicht rein. Muss einen Grund haben. Und ich weiß auch, dass MIFCOM manchmal meine Videos sieht. Also MIFCOM, wenn ihr darauf eine Antwort hättet, wäre geil. Ansonsten arbeiten wir jetzt halt mit dem 40er. Der ist natürlich auch ein bisschen günstiger als so ein CL30er oder CL32er. Ist natürlich schlecht für MIFCOM, weil dann die Geisatzliste auch günstiger ist. Und der kostet 113,07 € bei Amazon. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital Blue SN580. Die hat eine Leserate von 4150 MB die Sekunde, genauso wie die Schreibrate 4150 MB die Sekunde und mit TLC-Speicher. Ist okay, 1 TB, yo, müsst ihr bei 1500 Euro selber wissen, ob euch das reicht. Ich persönlich hätte 2 TB reingeworfen, aber das bleibt jedem selber überlassen. Von der Geschwindigkeit her ist die SSD in Ordnung. Ist jetzt auch nicht die schnellste am Markt, um Gottes Willen, aber auch nicht die langsamste und sie hat TLC-Speicher, ist in Ordnung. Und die kostet 64,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 750 Watt MIFCOM Performance 80 plus Gold. Ich hatte mal ein System hier von MIFCOM, das war so 2-3 Jahre alt, da haben die noch auf die Silence Netzteile gesetzt. Da steht MIFCOM drauf, aber in ganz klein noch Silence mit dabei als Hersteller. Deswegen nehmen wir jetzt das hier. 750 Watt, auch von Silence, Performance C Plus Serie, hat auch 80 plus Zertifizierung, allerdings festes Kabelmanagement, also nicht modular. Es ist nicht genau das Netzteil. Das reicht uns aber als Preispunkt, denn wenn wir jetzt mal upgraden würden auf eins von BeQuiet, das PurePower 12M, kostet das 45 Euro Aufpreis. Das 12M minus 45 Euro sind wir bei bummelig 60 Euro, was dann scheinbar das MIFCOM Netzteil wert ist. Ja gut, und das Ding kostet jetzt 53 Euro. Rechnet euch die 7 Euro ruhig dabei. 750 Watt reichen aber ansonsten für dieses System, das ist okay. Und das kostet 52,48 Euro bei Mindfactory. Ach ja, übrigens hat das MIFCOM Netzteil, das Performance M1G, was hier auch verbaut ist, 3 Jahre Herstellergarantie. Deckt sich mit der Garantie, die MIFCOM allgemein auf die Systeme gibt. Das heißt, wenn nach 3 Jahren die Garantie weg ist, ist die vom Netzteil auch weg. Bei BeQuiet hättet ihr 10 Jahre. Gilt auch für Seasonic und so weiter. Die geben meistens zwischen 5 und 10 Jahren. Wollte ich nur erwähnt haben. Soundkarte ist onboard, NV Link Bridge gibt's hier auch nicht, CPU-Kühler, BeQuiet PyROG 2FX Black. Der hat eine TDP-Angabe von 150 Watt. Der wird mit dem Prozessor auch klarkommen. Ja, der Prozessor ist bekannt dafür, warm zu werden. Genauso wie der 7700X. Aber für den reicht er aus. Kann natürlich dann passieren, dass der ein bisschen lauter ist. Ich denke aber auch aufgrund des Gehäuses, weil der Airflow halt gegeben ist, wird es sich noch in Grenzen halten. Und der bringt halt designtechnisch genauso wie das Gehäuse diesen Ring mit. Das könnt ihr alles gemeinsam steuern. Und der kostet 42,42 € bei Mindfactory. MIFCOM typisch haben wir hier die 3 Jahre Garantie inklusive Pickup und Return. Keine Selbstverständlichkeit, die meisten geben 2 Jahre und Pickup und Return meistens nur ein halbes Jahr oder so. MIFCOM über die kompletten 3 Jahre mit Abholservice von der Post, die kommt dann halt, holt das Ding ab. Finde ich gut, könnten ruhig mehr Systemintegratoren so machen. Es gibt auch welche, da gibt es das dann mit Aufpreis, aber hier ist es halt schon mit drin. Dann schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1140,39 €. Rechnet von mir aus 1150 € wegen dem Netzteil. Und das System kostet 1549 €. Lässt sich jetzt auch leichter rechnen. 1150 minus 1550 seid ihr bei 400 € Aufpreis gegenüber Endkundenpreise bei Geizhals. Natürlich ist bei Geizhals das Ding nicht zusammengebaut, ne? Vollkommen klar. Aber die nehmen einfach für das Zusammenbauen, natürlich mit der Garantie dabei und so, 400 €. Wir hätten da jetzt mal eine Alternative. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe MyPC diesen PC von MIFCOM geschickt und habe gesagt, was würdet ihr als Alternative anbieten? Da habe ich erstmal einen drauf bekommen, weil da der 7600X rein sollte. Die wollten den 7500F reinpacken, weil der 7600er so warm wird. Da habe ich gesagt, zur besseren Vergleichbarkeit, nimm bitte den gleichen Prozessor. Haben sie sich ein bisschen gegen gesträubt, machen sie aber trotzdem. Das System ist ein 10er billiger als das MIFCOM-System. Als Grafikkarte bekommt ihr keine 4060 Ti, sondern eine 4070 Super mit 12 GB anstatt 8 GB wie bei dem MIFCOM-PC. Und ja, das ist ein Leistungssprung. Auch dazu gibt es einen FPS-Test unten in der Videobeschreibung. Der Prozessor ist der gleiche. Der Deepcool AG620BK ARGB, da zeige ich euch mal kurz was zu.
Das ist der CPU-Kühler. Der kann 260 Watt angeblich. Glaube ich auch nicht dran, aber 200 Watt schafft er mit Sicherheit und Be Quiet halt nur 150. Der ist auch deutlich kleiner, der von Be Quiet. Bedeutet für euch im Umkehrschluss, dass es ja der gleiche Prozessor ist, dass der leiser laufen wird. Weil einfach die Lüfter nicht so aufdrehen müssen und viel mehr Fläche da ist zum Kühlen. Ach ja, und er ist auch RGB beleuchtet. Hat halt nicht diesen schönen Ring, sondern normale Beleuchtung, aber so ist es. Was den Arbeitsspeicher angeht, wissen wir, was wir bekommen. 32 GB DDR5 6000er, nicht 5600. G-Skill Flare X5 CL30 und nicht unbekannte Timing, sondern CL30 RAM. Das Mainboard ist ein B650 Gaming Plus Wi-Fi von MSI. Ja, kann man ungefähr vergleichen mit dem Gigabyte Mainboard. Reicht hier auch völlig aus. Die SSD ist eine 1TB Lexa NM620. Die ist ein bisschen langsamer als die andere SSD von MIFCOM, hat aber auch 1TB. Müsst ihr, wie gesagt, selber mit klarkommen, 1TB oder mehr. Entscheidet selber, was ihr braucht. Das Gehäuse ist ein Fractal Design Pop Air RGB Black TG Clear Turn. Alter Schwede, diese Gehäusenamen. Ne? Muss euch gefallen, nicht mir. Ich finde das jetzt auch nicht so hübsch. Ihr seht es hier auf dem Bild. Müsst ihr selber entscheiden, ne? Was das Netzteil angeht, bekommen wir ein 650 Watt, also 100 Watt weniger. Reicht für das System immer noch dicke. ATX 3.0 80 Plus Gold. Da wisst ihr definitiv, was ihr bekommt. Namhafter Hersteller, ATX 3.0, der neue Stecker ist mit dabei, bla 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 bla. Ne? Also es ist besser als das andere Netzteil. Die Gehäuselüfter sind ganz klar, 3x120mm, das liegt jetzt an dem Gehäuse selbst. Und das Betriebssystem ist Windows 11 Pro Vollversion installiert und aktiviert mit allen Treibern und dem ganzen Pipapo. Bevor jemand fragt, nein, bei MIFCOM war das nicht mit dabei. Der kommt nackig, der PC. Wie man Windows installiert und einen Stick fertig macht und so, da habe ich eine Anleitung für auf meinem Kanal. Und hier bekommt ihr 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Also ein Jahr weniger als bei MIFCOM, aber auch mit Pickup und Return. Das Ding wird abgeholt. Und die FPS-Tests, vergesst das einfach. Einfach ignorieren. Guckt euch die Videos an, die ich unten verlinkt habe. Ist besser. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1410,43 Euro. Und das Ding kostet 1539,99 Euro. Da habt ihr einen Aufpreis von bummelig 130 Euro und nicht 400. Ihr verschenkt ein Jahr Garantie. Klare Sache. Aber ansonsten seid ihr mit dem Ding besser aufgestellt als mit dem Teil von MIFCOM. Wenn wir jetzt mal so auf die Konfiguration eingehen, bis auf die Nummer mit dem RAM, dass man nicht weiß, was man kriegt und das Netzteil ist auch so eine gewisse Sache, ist es eigentlich okay. Aber es ist leider wieder zu teuer. MIFCOM typisch. Ab und zu haben die wirklich gute Angebote. Und die Konfigurationen sind auch nicht so Mist wie bei anderen Systemen. Hightech. Entschuldigung, ist mir gerade so. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr zahlt halt leider zu viel drauf. In meinen Augen. Wenn ihr das okay findet, dann bitte macht es. Aber die bezahlen auch viele Influencer und große Influencer. Und irgendwo muss die Kohle herkommen. Und das zahlt ihr dann aus eurer Tasche. Ich verlinke euch natürlich beide Systeme in der Videobeschreibung. Natürlich auch mit den Geizhalslisten. Vergleicht es selber. Schaut es euch an. Editiert ein bisschen, wie ihr lustig seid. Und lasst mir gerne mal ein Feedback in den Kommentaren da. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir euch noch oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.